Hallo zusammen, jetzt sind wir hier am Stand der Bundesrepublik Deutschland der auf der South by Southwest in Austin. Und ich habe hier Robin Hofmann von der Firma HereDis, die hier eine sehr spannende Technologie vorstellen. Und als kleine Überleitung sage ich mal so an alle Marketeers da draußen, George Lucas oder es war Steven Spielberg, sagte mal, die Hälfte eines Filmes, die auch für den Erfolg verantwortlich eines Filmes, sei die Musik. Und genau darum geht es nämlich bei HereDis. Musik und Brand, Marke und Musik, aber noch besser kann es der Robin erklären. Erklär doch mal, was habt ihr gemacht? Genau, HereDis kümmert sich um das Thema Audio Branding, also wie klingt eine Marke? Und viele sagen vielleicht, ja, das ist ganz einfach, sommerlich oder konservativ, aber das ist natürlich immer sehr subjektiv. Das heißt, wir haben ein Research-Projekt seit über 2 Jahren laufen, wo wir 10.000 Menschen in ganz Europa befragt haben, also aus den verschiedenen Milieus, haben den Musik vorgespielt, haben die Titel mit Marketingbegriffen abgleichen lassen und haben daraus einen riesigen Datensatz entwickelt, der von der Künstlichen Intelligenz analysiert wurde. Und das Ergebnis ist ein Algorithmus, der in Zukunft Musikeigenschaften mit Marketingbegriffen mappt. Das heißt, hier sieht man auch schon wieder dieses Thema Technologie und Kunst. Irgendwann reicht Excel eben nicht mehr aus, da braucht man eine AI. Und ihr konntet jetzt gigantische Datenmengen analysieren über so eine AI. Mit welchem Ergebnis? Das Ergebnis ist interessant. Also Fakt ist, dass natürlich Musik sehr subjektiv ist. Das heißt, das sommerliche Lied gibt es so nicht. Mhm. Oder das fetzige Lied. Ja? Sondern es ist einfach extrem abhängig, wer der Hörer ist, also wer der Rezipient ist. Wenn man diese Rezipientengruppe eingrenzt, also sagt, okay, Frauen zwischen 30 und 40, dann wird es sehr präzise. Also dann haben wir sehr hohe Werte erzielt, also teilweise 85-90%, wo alle sagen, ja genau, das ist sommerlich. Mhm. Das heißt, der Rückschluss ist der, dass wir mehr oder weniger erstmal wissen müssen, wer ist der Rezipient, wer ist der Konsument, wer ist die Zielgruppe und dann mehr oder weniger das richtige Lied ausgewählt bekommen. Das heißt, die Zeiten, wo der Kreativchef das einfach mal so entscheidet oder der Chef vom Unternehmen, weil er das gerade selber gut findet, die sind hoffentlich bald vorbei, sondern man sollte es auf jeden Fall strategisch und hochprofessionell machen. Dadurch ein viel relevanteres Ergebnis. Richtig. Das heißt, Zukunftsszenario, ich bin ein Retailer als Beispiel in Deutschland. Was könnte passieren? Wie könnte eure Technologie mir helfen? Genau, aktuell ist schon so, wir betreuen über 1000 Stores weltweit, haben schon Algorithmen, die Playlisten generieren, die jeden Tag anders sind, die sich der Tageszeit anpassen. Samstag klingt anders wie Montag und so weiter. Genügt uns aber noch nicht. Ab Mitte des Jahres werden wir Sensorik einsetzen. Das heißt, wir tracken die Leute, wir wissen, wer ist im Laden, wie voll ist der Laden, Alter, Geschlecht. Und die Musik wird dann in Echtzeit darauf reagieren. Das heißt, wenn im Dezember auf einmal 20 Grad sind, dann werden wir doch weniger diese cozy Lagerfeuermusik spielen, sonst wird dann doch wieder ein bisschen sommerlicher. Oder andersrum, wenn auf einmal eine Gruppe junge Menschen in den Laden strömt, obwohl es erst vormittags ist, springt sozusagen das Musikprogramm in den Live-Modus und reagiert darauf, um einfach die perfekte Atmosphäre zu schaffen, um die Aufenthaltsdauer zu verlängern, um die Marke positiv aufzuladen und so weiter. Bessere Experience zu geben. Absolut. Und darum geht es ja, wie wir alle wissen, mittlerweile. So, das war hier die Firma HereDis am Stand von Made in Germany auf der South by Southwest in Austin. Tschüss. Ciao, vielen Dank.